man es vielleicht. Also nur, dass man sieht, die Kernfusion ist es nicht. Und dann hat man erst überhaupt die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen müssen, dass Atomkraftwerke betrieben werden durften. Nämlich in Amerika hat es ja zunächst auch einmal eine unbegrenzte Haftung von Betreibern von Industrieanlagen gegeben. Und ich habe einen alten Aufsatz von einem Ingenieur, der sich ganz empört darüber, über das Price-Anderson-Gesetz, das eine Schadensbegrenzung festgelegt hat mit 500 Millionen Dollar damals. Also ein Reaktor, wenn er einen Schaden anrichtet, kann zwar haftet zwar, aber nur bis 500 Millionen Dollar. Und da können Sie sich schon vorstellen, was das bedeutet. Die Versicherungen, die Privatversicherungen, die nehmen alle Atomunfälle selbstverständlich aus der Schadenshaftung. Und so hat die ganze Geschichte begonnen. Und man hat eben die Kernenergie propagiert, als sicher, sauber, notwendig, unentbehrlich. Und die IAEA ist seitdem voll auf dem Propagandatrieb. Und also man hat seit den 50er Jahren hat man die Kernenergie auf höchster Ebene gepusht. Wie schaut denn jetzt die Bilanz aus von so einem Atomkraftwerk, wenn man alles in Betracht zieht? Naja, da gibt es immer die große Unsicherheit. Also ich ärgere mich immer über Leute, also oft auch Umweltschützer oder andere, die kritisch zur Kernenergie stehen und die sagen, ja, die aus Atomenergie kommt ja nur 7% oder so ungefähr der elektrischen Weltleistung. Also die tragen ja nur zu 7% bei. Ich bin überzeugt, das ist viel, viel weniger, denn es wird nicht bei all diesen Sachen, wird nur der Strom gerechnet, der aus den Atomreaktoren herauskommt oder aus den Atomkraftwerken herauskommt, aber nicht die Energie, die in das ganze System hineinfließt. Und das ist meiner Meinung nach wesentlich mehr. Und da gibt es auch interessante Studien drüber, und die aufzeigen, dass Atomstrom ein Energiedarlehen ist. Es wird sehr viel fossile Energie in das System hineingepumpt und irgendwann mit zeitlicher Verzögerung von 10 Jahren kommt dann Elektrizität heraus. Und man muss jetzt fossile Energie aufwenden, um diese Brennstäbe anzureichern oder um überhaupt zu diesem Uran zu bauen, zu diesem spaltbaren Material. Dieser Bergwerke, ich muss Stahl muss ich gewinnen für diese ganzen Sachen. Ich muss das Uran abtrennen, ich muss das Uran anreichern. Die Anreicherungsanlagen, ich muss ja das spaltbare Isotop Uran-235, das kommt zu 0,7% im Natururan vor. Die Hauptmenge ist Uran-238. Das muss mit einem ganz energieintensiven und aufwendigen Isotopentrennverfahren angereichert werden auf 3%. Und da hat man damals im Manhattan Project ein Kohlekraftwerk gebaut, das so viel Strom erzeugt hat, wie die Stadt Boston verbraucht hat. Das hat man nur zur Anreicherung des Materials, das man für die Hiroshima-Bombe angereichert hat. Also da steckt unheimlich viel Energie drin und das wird überhaupt nie bilanziert. Es wird so getan, als wäre das eine Nettoenergie, die da hinten rauskommt. Und von dem ist überhaupt keine Rede. Ist die Bilanz vielleicht sogar negativ, Ihrer Meinung nach? Also bisher, wenn man alles zusammenzählt, mit Sicherheit. Also wenn ich das Militärische dazu rechne, auf jeden Fall. Und ansonsten, das ist eine Gefühlssache. Also ich habe das schon im Jahr 75 in dem Buch, das ich mit meinem Freund Edi Gruber geschrieben habe, Radioaktivität und Umwelt, im Fischer Verlag, nebenbei bemerkt, das war das erste atomkritische Buch in einem wissenschaftlichen Verlag. Und ist das noch erhältlich? Nein, aber auf meiner Internetseite können Sie es sehen, die erste Auflage, es hat 3 Auflagen erlebt. Also ich habe es ins Netz gestellt, weil es eben nicht mehr erhältlich ist. Und da habe ich dann eben auch geschrieben, den Schlussbetrachtungen, die immer noch aktuell und lesenswert sind, im Jahr
1974 geschrieben, wäre der gesamte Komplex der Atomwirtschaft auf den, einzig und allein auf die Energie angewiesen, die aus den Reaktoren kommen, dann würde dieser Komplex wegen seiner eigenen Energiekrise zum Stillstand kommen. Also es ist eben, wissen Sie, wenn man sich jahrelang mit diesen Dingen befasst, da wird einem dann irgendwann einmal klar, diese Sachen werden eben nicht gebaut, weil man die Energie braucht, sondern weil eben verschiedene Leute die Kernenergie brauchen für ihre berufliche Laufbahn, für als Prestigeobjekt, als Gelddruckmaschine, nicht? Weil es ist ja oft ein Widerspruch, man sagt, ja, also das ist eigentlich ein Verlustgeschäft, ja, für volkswirtschaftlich gesehen mit Sicherheit, aber privatwirtschaftlich nicht, weil eine Menge Leute verdienen sehr gut und das ist ein Unternehmen, wo man die gewaltigen Kosten, die sich bis in die ferne Zukunft erstrecken, wo unsere Urenkel noch darunter ächzen müssen, die werden abgeschoben und die schnellen Gewinne werden privatisiert. Das ist ja auch etwas, was im höchsten Maße ungerecht ist. Verstehe ich das jetzt richtig? Ihrer Meinung nach ist die Energiebilanz als auch die finanzielle Bilanzierung so eines Atomkraftwerks, wenn man alles zusammenrechnet, negativ? Ja, die Bilanz, ich weiß jetzt nicht, wie man mit Bilanzen arbeitet, ja, aber für die Bevölkerung auf jeden Fall, weil wenn man sich die externen Kosten anschaut, die da aufgebracht werden müssen von der Öffentlichkeit, nicht? Wenn zum Beispiel jetzt irgendeine Anlage dann stillgelegt werden muss, nicht? Sie hat schon lange, liefert keinen Strom mehr, muss aber abgebaut werden, dann müssen Lager betrieben werden, 900 Jahren, 9000 Jahren, das kostet ja alles Geld, nicht? Aber das zahlen nicht mehr die den Profit gemacht haben. Und da kommt ja auch etwas dazu, was für mich immer ein Problem war, das nachzuvollziehen. Ich habe einmal mit einem Atomfreund diskutiert und habe gesagt, ja, ist die Abfalllagerung und Management und alles auch im Strompreis drin? Sagt er, ja, selbstverständlich. Und dann habe ich gesagt, auf wie viele tausend Jahre haben Sie gerechnet? Ja, das ist völlig egal. Ja, warum ist das egal? Naja, weil das ja mit der Zinseszinsrechnung ist das egal, weil wenn ich jetzt ein bestimmtes Geld zurücklege, dann und sozusagen das sich verzinst, ja, dann sind in 10.000 Jahren, habe ich dann auch immer noch die Zinsen davon. Ne? Aber das setzt voraus, dass das Zinseszinssystem ewig funktioniert. Und das kann man wahrscheinlich nicht mit der gleichen Sicherheit annehmen wie die Halbwertszeit von Plutonium mit 24.000 Jahren. Das ist richtig und vor allem, das heißt, in der Atomwirtschaft rechnet man damit, dass wir in 1000 Jahren noch mit dem Euro zahlen, weil wenn es jetzt ja, so ungefähr. Also das sind eben diese Dinge, dass da Annahmen getroffen werden über die Stabilität der Gesellschaft, die eigentlich jeder einigermaßen vernünftig denkende Mensch sagt, also das, von dem kann ich nicht ausgehen, dass das wirklich so ist. Und mich hat das schon vor Jahrzehnten gestört, dass man der Nachwelt jetzt solche Dinge überlässt, irgendwo radioaktiven Schrott einbuddelt und sonst irgendwas. Ja, wer weiß, unter welchen Bedingungen die Menschen leben, die haben vielleicht nicht jeder einen Geigerzähler bei sich ständig. Es ist eine verantwortungslose Technik und die Fratze dieser Technik, die bekommen wir bei Fukushima wieder mal leider deutlich zu sehen und viele Menschen verlieren Gesundheit, Leben und die Zukunft. Also man kann nur hoffen, dass die Annahmen bezüglich eines GAUs in den meisten Atomkraftwerken etwas realistischer sind als die Annahmen über zukünftige Entwicklungen der Wirtschaft und die Möglichkeit, dieses Geld aufzubringen, um diese Abfallprodukte, die auch enorm gefährlich sind und unter höchst sicheren Bedingungen gelagert werden sollten, also dass zumindest etwas realistischer eingeschätzt wird. Aber ja, ich bin da ehrlich gesagt jetzt ein bisschen pessimistisch und
Ich möchte noch einmal die Frage an Sie richten und bin da auch durchaus auf eine spekulative Antwort, falls Sie eine haben, aus. Wenn man sich jetzt das Ganze anschaut, also finanziell ist es offenbar völliger Blödsinn, wenn man dieses Geld in die Entwicklung alternativer Energien gesteckt hätte, dann wage sogar ich als Laie zu behaupten, hätte man in den 50 Jahren, die jetzt vergangen sind, enorm viel weitergebracht und es wäre nicht größer ins Gewicht gefallen, wenn es eh nur 7% sind oder noch viel weniger, wie Sie sagen, also maximal 7%, ja, die da überhaupt beigetragen wurden. Also das ist schon einmal kein wirklich guter Grund, diese Technologie so flächendeckend über 400 Atomkraftwerke weltweit, alle gleich gefährlich wie das in Fukushima oder gefährlicher vielleicht sogar noch. Also das ist kein Grund, das einzuführen. Es ist extrem gefährlich und es gibt Unmengen ungelöster Probleme etc. Warum hat man es getan? Ja, na, vielleicht zum Anfang Ihrer Frage. Ich stimme Ihnen da natürlich völlig zu. Ich betone ja immer, das Energieproblem lässt sich nicht aufbringungsseitig lösen. Also wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt gewöhnt, pro Person, pro Kopf, jede Menge Energie zu verwenden. Ja, woher kommt es? Ja, fossile Brennstoffe, Erdgas, Erdöl, billig, reichlich. Das wird innerhalb von ein paar Jahren, Jahrzehnten ganz anders ausschauen, mit Sicherheit. Die Dinge sind erschöpflich. Und jetzt zu sagen, ja, fahren wir halt mit was anderem Auto, ja, mit womit fahren wir? Ja, andere Energie, ja, gibt's, aber so billig wie Erdöl heute ist, wird's nicht sein. Dann geht's auch darum, um die Rohstoffe. Wir haben es ja mit erschöpflichen Rohstoffen zu tun. Und heute verschwenden wir nicht nur Energie, sondern auch die erschöpflichen Rohstoffe und verwandeln sie in Müll, der den Boden vergiftet und so weiter. Also diese Art Lebensstil wird es überhaupt nicht geben. Und es kommt darauf an, sozusagen einen Umbau zu starten in eine etwas weniger aufwendige Lebensweise und die Energie auf Erneuerbare umzustellen, Materialien möglichst wiederverwerten, Güter nicht zum Wegschmeißen, sondern zum Reparieren, vieles, vieles mehr. Eine kleinräumige Landwirtschaft, eine Landwirtschaft, die industrialisiert ist, in die heute pro Joule gewonnenen Lebensmittel 10 und mehr Joule Erdöl hineingehen, die wird nicht funktionieren, wenn das Erdöl ein Vielfaches am Weltmarkt kosten wird. Also wir brauchen diesen Umbau. Und da ist es eben gerade falsch, wenn man jetzt in Atomkraftwerke investiert und wie die Tschechen jetzt angekündigt haben, na, wir bauen Temelin, bauen wir weitere Blöcke hin. Da müssen 10 Jahre lang muss da Geld investiert werden. Dass man für diesen Umbau in eine andere sagen wir, ins Solarzeitalter, wenn man so will, dringend braucht. Also ich kann zum Beispiel Häuser besser isolieren. Wenn ich das heute mache, habe ich morgen schon die Ersparnis und nicht in 10 Jahren ein bisschen an Strom, wo ich gewaltige Energievorleistungen erbracht habe. Ich kann, wenn ich zum Beispiel jetzt Passivhäuser baue, wenn ich Solaranlagen baue, habe ich sehr, sehr viel schneller den Ertrag und die Rückzahlung auch des Geldes. Das amortisiert sich sehr viel schneller. Also es ist von, und wenn man sich jetzt